Hey YouTube und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Bioshock. Lisbeth, wo bist du jetzt auf einmal wieder hin? Sie haut andauernd. Achso. Ich bin ja da. Lisbeth! Wow! Not again. Das hatten wir ja schon mal. Ich musste das leider nochmal neu spielen. Au. Und der schreckt mich zum zweiten Mal. Finde ich nicht cool. Oh oh. Au. Okay. Könnte mir mal jemand helfen? Lisbeth, könntest du mir mal helfen? Hey, ich rutsche ab. Versuchen Sie nicht mehr zu folgen, Mr. DeWitt. Elisabeth, ich habe was arrangiert, damit wir das Luftschiff wiederkriegen. Sie können uns hier wegbringen. Ja, ich muss nur Waffen für einen ganzen Aufstand besorgen. Und wo sollen wir die herkriegen? Von einem Ihrer vielen Freunde und Verbündeten? Von einem Waffenschmied in Finken. Dürfte ein Kinderspiel sein. Was sagst du? Partner? Sie sind ein Lügner, Mr. DeWitt. Ja. Und ein Gauner. Okay. Aber ohne Sie komme ich niemals ja. nach Paris. Gib mir deine Hand, Lisbeth. Das hatten wir doch schon. Okay, danke. Okay. Hey, YouTube. Und jetzt offiziell herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Bioshock. Zeit kommen mir eine Menge komischer Ideen zu Ohren. Bezahlter Urlaub. 8-Stunden-Tag. Gewöhnen Sie sich nicht zu sehr an mich, Mr. DeWitt. Sie sind ein Mittel zum Zweck. Mehr nicht. Meine Freunde. Und der Anarchist ist Aha. der Freund des Hunger. Kannst du das öffnen? Der Sieht einfach aus. Und der Spießgeselle, der Krank. Fertig. Ich werde nicht zulassen, dass ein Anarchist zwischen euch... Oh, was ist das? Ausrüstung einer Art Spezialkleidung in dir. Du wirst schwieriger zu entdecken sein und mit diesem geschützten Zeppelin und... Ah, okay, das finde ich super. Ausrüstung anlegen. Und euren Lebensunterhalt Silberbarren. Okay. Guck mal, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier lang laufe? Hallo? Aha. Ihr Mr. Fink ist ein guter Mensch. Wer hart arbeitet, der wird auch belohnt. Aha. Ich hab mir einfach mal ein paar Sachen genommen. Was denn mit euch hier? Ihr habt nichts zu sagen, oder was? Was passiert, wenn ich euch erschieße? Das würde mich auch interessieren. Hallo? Oh mein Gott, die sind total abgemagert. Kann ich bei euch auch was nehmen? Leider nein. Ach so. Okay. Dann verlassen wir mal die Finken Docks. Finken proper. Ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy sich... Ah, verdammt. Your future is... Was? Your future is Finken. Aha. Da wäre ihr Waffenschmied. Wer schickt sie eigentlich zu ihm? Daisy Fitzroy. Entweder eine große Heldin oder eine üble Schurkin, je nachdem, wer von ihr spricht. Wenn sie uns ein Luftschiff liefert, kann sie von mir aus Kaiserin von China sein. Die Arche Noah. Okay. Es gibt dort Löwen, die Ordnung unter den geringeren Tieren. Wo muss ich denn jetzt hin? Willkommen bei der Personalabteilung von Fink Industries. Aha. Wir stellen nicht ein. Alles klar? Keine Jobs. Geh nach... Kommen wir nach Finken rein? Illegal. Suchen wir uns einen anderen Weg. Aha. Jo, dann gehen wir einfach hier lang. Lust, ein Schloss aufzuknacken? Komm! Ach, da bist du ja. Ich sehe dich nie, Lisbeth. Du musst auch was von dir geben. Geschafft. Da drüben. Ein Lastenaufzug. Der bringt uns nach Finken. Und kostet uns unterwegs das Leben. Wo hat sie denn jetzt den Lastenaufzug gesehen? Oh. What? Ich weiß, dass du da bist. Okay. So, du bist mir. Okay. Oh, shit. Oh, oh.
Shit. Alles klar. Gar nicht cool. Oh oh. What? Was ist denn hier los? Oh oh. Shit. Was? Yo. Verdankt. Yo. Okay, jetzt ist vorbei. Jetzt mach ich euch alle platt. Gib mir auch das direkt. What? Auf wen habe ich denn gerade geschossen? Okay. Hallo? Hier war doch gerade einer. Wo ist denn der? Verdammt nochmal. So. What? Stirb dir mal! Munition verkauft! Hier, bitte! Nice, danke! Okay. Ey, noch mehr von euch, wie viele sind denn da? Hallo? Okay, ist jetzt mal endlich Ruhe. Okay. Danke, lieber Gott. Danke. Okay, ich muss jetzt aber mal. Hier gibt's doch bestimmt was zu finden. Was ist das da? Schrotflinte. Okay, ich habe wieder meine Lieblingsflinte. Gesucht wegen Kontakten zu gesetzlosen Daisy Fitzroy. Sie ist anscheinend ausgeflogen. So, das ist nicht gut, oder? Nein. Hat sie das jetzt aufgemacht? Elizabeth? Echt? Dieses olle Schloss? Ach so. Okay. Erhöht Karabinerschaden. Das interessiert mich nicht. Ich habe so gut wie nie einen Karabiner. Magazine größer. Schadensboost für Schrotflinten. Okay, gekauft. Ja. Interessiert keinen. Schnelles Nachladen. Schrotflinte. Genau, das kaufen wir auch direkt mal. Und was gibt's denn noch? Magazine größer. Oh yeah. Weniger Rückstoß. Das wäre auch nicht schlecht, aber das ist mir zu teuer gerade. Hier ist etwas Geld. Gib her. Bitte. Danke. Okay. Was war das denn? Hier war doch gerade irgendetwas am Leuchten. Was ist das da? Präzisionsgewehr, das brauche ich nicht mehr. Was kann man denn hier kaufen? Gesundheit haben wir, Salz haben wir. Eigentlich brauchen wir gar nichts, außer eventuell... Moment. Maschinengewehr. So, das passt. Alles klar. Und wo lang muss ich denn jetzt? Oh, da lang. Was? Nee, das interessiert mich nicht. Okay, komm. Und jetzt? Hä? Was gibt's denn hier? Finde einen Weg. Was? Was, wenn ich jetzt hier lang latsche? Hier bin ich ja nicht hergekommen. Nee, oder? Elizabeth, hilfst du mal? Okay. Wo, hä? Bitte sehr. Ich begreife gerade gar nichts. Doch, jetzt sind wir wieder oben, wo wir waren. Ich soll ja finde einen Weg. Mhm. Okay. Alles klar. Ich soll einen Weg finden. Wo denn? Okay, dann sage ich... Ach so! Ich soll einfach auf den scheiß Knopf drücken. Meine Fresse. Ich habe den Knopf hier nicht gesehen. Booker. Ja? Da, Slates Schrank. Er muss hier gearbeitet haben. Das Tagebuch meiner Mutter. Wieso hatte Slate es? Mein Mann behauptet dauernd, das Kind wurde von Gott erschaffen. Durch Gottes Willen. Ja, jetzt. Ich bin gläubig, aber nicht dumm. Sein Bastard soll nicht unter diesem Dach aufwachsen. Meine Mutter. Sie ließ mich in diesen Turm sperren. Elizabeth. Ich will raus aus dieser Stadt. Bitte. Aha. Kommt jetzt auch mal der Aufzug hier? Das wäre super.
Push! Ich grüße euch. Mein Name ist Jeremiah Fink. Aha. Und ich möchte euch mitteilen, woran ich glaube. Was ist das bewundernswerteste Tier auf Gottes Erde? Die Biene. Habt ihr schon mal eine Biene im Urlaub gesehen? Ja. Oder eine Biene, die krank macht? Nun, Freunde, die Antwort ist nein. Und darum seid wie Bienen. Seid wie Bienen. In Ordnung. Hallo? Wie? Warum klingelt jetzt hier das Telefon? Hallo? Mr. DeWitt? Ja? Mr. Fink will Sie sprechen. Was ist denn? DeWitt? Fink hier. Hören Sie, mein Junge. Wir hatten Sie im Auge. Und ich kann Ihnen sagen, Sie sind unser Top-Kandidat. Top! Mein Partner, Mr. Flambeau, hilft Ihnen, falls Sie etwas brauchen. Was sollte das denn? Keine Ahnung. Der ist ja merkwürdig erfreut, Sie kennenzulernen. Okay. Oh, es geht weiter. Tja, der Mann hat ein Ego. Ja, bei ihm läuft's so richtig. Ist ja schick hier. Fühlt man sich ja gleich wohl. Was leuchtet das? Meine Fresse, ist das tief hier. What? Einige fragen mich, Fink, wieso werden wir mit Marken bezahlt, die nur im firmeneigenen Laden gültig sind? Ich sag euch was, ich lasse nicht zu, dass man euch armen Leute in irgendeinem zwielichtigen Laden abkocht. Hm. Der Fink Company Store bietet euch Fink-Produkte zu Preisen speziell für die Fink-Arbeiter. Aha. Mr. DeWitt, willkommen in Finkton. Sie finden hier eine Reihe verschiedener Utensilien für die Dauer Ihres Besuches. Was ist das denn? Oh, ne, den Revolver. Mr. Fink von uns. Eine gute Frage. Aber Mr. Finks Interesse gilt nur dem Gentleman. Warum? Bedauere, junge Dame. Aber Fragen über die Bewerbung des Gentlemans sollten direkt an Mr. Fink gerichtet werden. Aha. Finden Sie, dass das eine gute Entwicklung ist? Ich finde das nämlich überhaupt nicht. Die Kohle muss von Fink Manufacturing nach Shantytown. Wie sieht's aus? Zum Waffenschmied oder im Uhrenladen Vorräte auffüllen? Vorräte habe ich ja. Finde den Waffenschmied. Chen Li. Okay. Ganz klar. Nichts wäre mir lieber als eure Arbeitszeit zu verkürzen. Aber Fakt ist, es geht nicht. Warum nicht? Was kann ich denn hier? Alles klar, das interessiert mich gerade nicht. Okay. Halt die Klappe, Mann. Und nimmt man einem Menschen den Fleisch, was kommt dann? Wobei, Moment mal, ich hab mal etwas gelesen gehabt. What? Oh shit. Okay. Oh Mann, ich dachte, das bemerkt jetzt keiner. Jetzt habe ich wieder... Boah, so eine Eskalation. Das kann auch immer nur mir... Wie, das Ziel ist immun gegen Killer-Krähen. Welches Ziel? Okay. Okay, wo lang muss ich denn jetzt? Verdammt nochmal! Mehr Geld! Ja, gib her! Die Kohle. Mann, Mann. Okay. Wo lang muss ich denn hier? Hier ist es, Booker. Chen Lin, Waffenschmied. Hallo? Oh, der hat ein paar Sachen. Na
Ich muss dringend mit diesem sogenannten falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme, auch ohne dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Box in die Schuhe schiebt. Obwohl, wenn er uns entgegenkommt, ja, dann könnte er genau der Mann sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen. Bla bla. Ja, wir betreten mal die Waffenschmiede. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie der Typ aussieht. Ching Ming Ting. Oh, Moment, da gibt es bestimmt Sachen. Oh, hier gibt es auch Sachen. Ich dachte, hier geht's wirklich lang. Nee. Falsch. Okay. YouTube, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tüdelü.